Jetzt. Ja. Jo, warte, ich komme, jetzt geht's wieder. Muss ich mir mal eben noch gerade. 1, 2. Das ist ja Mist, ey. Ey, du hast doch auch eine Capture Card. Was hast denn du für eine? Ich hab die Guard. Das soll so die beste sein, ne? Ja. Tonverzögerung? Meinst du Bild und Ton so ein bisschen versetzt oder was? Ja, genau. Oh, also das ist natürlich auch kacke, ja. Ja. What the fuck? Achso, jetzt habe ich mein Special mal hier angemacht. Okay, so eine Art Schild oder was? Ich bin ja mit beiden, die ich habe, nicht so wirklich zufrieden. Ich habe hier einmal die Hauptauge HD PVR 2. Alter, wie viele kommen denn hier? Die ist eigentlich ganz gut, aber die verreckt manchmal so, ja, so random. Ich weiß nicht, woran es liegt. Toll, keine Munition. Ja, shit, jetzt bin ich tot. Super. Die verreckt manchmal irgendwie random, dass so ein kurzes Bild weg ist, dann geht's wieder. Oder halt jetzt gerade. Ohne, dass ich eine Ahnung habe, warum. Und dann habe ich noch die Roxio Game Capture Pro, oder wie das Ding heißt. Und die ist eigentlich totale Grütze. Weil die immer mal wieder den Ton auch asynchron schaltet. Also so ungefähr 8 von 10 Versuchen ist der Ton asynchron oder es kommen extreme Störgeräusche. Deshalb benutze ich den, deshalb benutze ich das Ding nur für die Kamera, weil da ist egal, da brauche ich keinen Ton. Aber für irgendwelche Spiele kannst du das vergessen. Mann, was machen die denn auch hier für einen Schaden? Das ist echt krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, das geht dadurch, dass ich hier zwei Capture-Boxen habe, ist es relativ synchron. Also das, die Kamera ist ein bisschen schneller als das Spielbild. Das merkt man dann bei irgendwelchen Horrorspielen, wenn ich mich erschrecke. Wenn man sieht, wie ich mich erschrecke, bevor was passiert, aber auch nur wirklich ein paar Millisekunden. Ja, aber das merkt man schon. Das habe ich auch schon gemerkt. Ja, gut, aber das ist ja minimal. Ja. Ist okay. Oh, ich habe ja noch ein Level ab. Ich habe das Sprungpad deaktiviert. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Erhöht Nahkampfschaden und maximale Gesundheit. Erhöht Waffenschaden. Jawohl, her damit. Ich habe jetzt die Mucke hier angemacht. What the fuck? Was macht der denn jetzt hier? Hast du jetzt Flüge? Hä? Was geht denn? Und der danzt ab hier, oder was? Ja, genau. Brandbot. Ist ja geil. Ja, die kommen halt völlig random, kommen die halt einfach mal rein. Ich seh schon. Das ist schon geil. Oh, ich brauche mal eine andere Waffe. Die hier verzieht so und macht so wenig Schaden. Richtig!
auch nett, dass es hier durch den Druckausgleich die ganzen Türen raushaut. Ja, genau, die ganzen Türen, ne? Ja. Also, irgendwie da ganz drüben, glaube ich. Ach ja, hier drüben muss man irgendwo hin, stimmt. Nämlich irgend so ein Typ, der da die Poster schon. Hier hoch oder was? Ach, shit. Ach. Finde jemanden, der den Empfang der Poster kriegt. Ich habe hier so eine Art respektabler Firma. So weit komme ich gar nicht hoch, oder? Doch. Nee, ich auch nicht. Ehrlich gesagt, hast du recht, ja. Nee, wir sind irgendwie, haben wir Handsome Jack geholfen, weil die Station übernommen werden sollte. Und wir sind dahin geflogen, weil... Keine Ahnung, ja. Gute Frage. Ja, wo geht's denn? Ach, hast du jemand? Wo geht's denn rein hier? Ach, da, nee. Oh, ich habe aber hier Waffen gefunden. Jetzt gib ihm das Paket. Danke. Und jetzt, schwer ab. Er hat das Paket? Cool. Oh, Shotguns, hä? Der Typ ist ein Arschloch. Was ist nice. Das? Ah, mein Inventar ist voll. In deinem Inneren, oh, geheimnisvolles Paket. Ein kleines Kätzchen, ein Messer. Oder vielleicht ein kleines Kätzchen mit einem Messer zwischen ein den Pfötchen. Ein kleines Kätzchen mit Messer sprich zwischen den Pfötchen. Oh, das klingt aber herzartig. Die Geheimnisse des Universums ein. Shit, wo ist denn so ein Sauerstoffding hier? Ausgezeichnet. Jetzt musst du nur noch die Poster über das ganze Schiff verteilen. Deadlifts Männer werden zwar pausenlos versuchen, dich umzulegen, aber sollen sie ruhig. Hast du die Plakate schon? Ja, der Typ. Ah, ich hab noch eins, oder? Alter, Mann. Okay, ich komm mal rüber. Moin Baxter, moin Teno. Moin moin. Wo zur Hölle bist du denn? Wie bist denn du da reingekommen? Jetzt bist du gar nicht mehr drin. Ach. Verwirrend, ja, nee. Passt schon. Ey, das ist aber gar nicht so schlecht, wenn es hier alles rausschleudert, weil dann sammelt der den ganzen Kram ja alleine ein. Das ist ganz angenehm. Ach, hier muss jetzt eins hin, okay. Believe in stuff. Bilder von mir im Versteck meiner Feinde aufzeichnen. Sky's the limit. Ein Poster hängt. Weiter so. Meine Kunden bekommen, wofür sie bezahlen. Selbst wenn du ihnen dabei das Brustbein mit Kugeln durchsieben musst. Wie lange ich heute stream? So lange wahrscheinlich nicht mehr. Ich mal vermuten, ist ja schon 12:30. Dann lieber morgen noch mal ein bisschen früher. Nur noch ein paar Poster. Nicht sterben jetzt. Nicht sterben jetzt, das sagst du so einfach. Ding. Sind das Laserwaffen hier? Sehr schön.
ein Medikit. Deine 100 Mbit-Leitung, das gibt's doch gar nicht. Die kann doch gar nicht wegbrechen. Ja, ich. Ja? Okay. Nur noch zwei und das war's. Also, ich habe keine Probleme. Wenn ich das nicht so zeigen kann, liegt es daran, dass ich monatelang allein in der Wildnis zugebracht habe und fast von Kragans getötet worden wäre. Oh, strange. 100 Mbit, wie kann denn das hängen? Hm. Bei welchem Anbieter bist du denn? Ach so, das ist hier Kabel Deutschland, oder? Ich muss zugeben, ich ja, sehe genau, ziemlich cool aus. Häng jetzt noch das letzte Poster auf und der Job ist erledigt. Tja, gibt's bei mir auf dem Dorf leider nicht. Ist leider nicht. Danke für dein Follow, Sinox sei. Dankeschön. Nein, das ist kein Minecraft. Nee. Kommt man auf die... Ach, Teno schon. Ja, ja. Bist du hier wieder am Rumtrollen, Teno? Das dritte oder vierte Mal, glaube ich. Ich bin kein Minecraft-Experte, aber ich glaube nicht, dass das Minecraft ist. Was ist denn das? Ich lege den Schalter um. Ah, okay. Wieso hat das nicht geklappt? Oh, die Sicherung ist hin. Aber ich habe eine Idee. Du bist die Sicherung. Verzeihung? Wenn du den Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schließt, müsste das Sprungpad reaktiviert werden. Stell dich zwischen die britzelnden Dinger. Klingt, als wäre es nicht sicher. Ja, es tut höllisch weh. Na. Alter. Oh. Ich krieg's auch nicht hin. Jetzt, also. Aber guck mal das Poster an. Ich glaube, wir haben hier aber noch eine Mission gleich. Ja, genau. Hier ist, glaube ich, im Stich gelassen, ja. Diene als Sicherung. Ich glaube, das ist ein Job für dich. Ja, ich bin da mit Fading auch schon einmal gestorben. Du musst mich da. Okay. Gut, und jetzt kill den Typ, dann kannst du nach Concordia. Benutze das Sprungpad. Wo ist es denn? Dort hinten das Sprungpad. Okay. Ah! Nein! Oh! Schön abgeschmiert. Oh. Oh nee, aber ich glaube, das war eine Abkürzung. Jetzt bin ich nämlich nah an dem Ding dran. Ja, stimmt. Siehst du, war geplant. War alles geplant. Greifen die dich jetzt an? Kann ich mir Zeit lassen, oder? Kannst du jetzt, du stehst doch gar nicht mehr da drin, oder? Kannst du jetzt nicht auch hier rüber? Ich habe auch viele Unschuldige sterben sehen. Das ging auf jeden Fall. Komm mal auch hierher, das müsste jetzt gehen. Du müsstest auch hier rüberkommen. Oh je, yeah, ja, ich sehe es. Warte, ich guck mal, ob ich zurückkomme. Ich komme auch mal zurück. Hilfe naht für den mächtigen Claptrap. Im Spiel gibt es hier immer wieder einen Ton, der klingt genau wie mein Telefon. Das ist voll irritierend. Ja, dieses blip 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 blip. Ja, genau. Klingt genau wie mein Telefon. Ist echt. Ach scheiße, mein Inventar ist voll.
Komm mal gerade noch mit hier, da liegt noch eine Waffe. Dass wir die nicht liegen lassen, wenn du noch Platz hast hier. Eine grüne. Wie alt ich bin? Nee, die hatte ich gerade. Die ist ziemlich ungenau. 29 bin ich. Uralt. Erledige Deadlift. Jetzt bin ich ja gespannt. Wow, das sieht aus wie eine Arena hier drin. Federfestung, aha. Ach du Scheiße, sind hier viele Sprungpads. Ja, und hier ist noch ein Fieder. Oh Gott. Der ist nicht ganz leicht, weil ziemlich viele Gegner die ganze Zeit um mich rumspringen. Deadlift time! The fight. Was? The boss fight has landed. Das ist ja gut zu wissen. Das finde ich ganz cool so. Da ist er. Mit den Kill den Idioten, dann kann ich die ja, das ist immer geil. Und das Störsignal ranbringen. Passt sehr gut zu dem Spiel. Was? Ja, der ist ziemlich hart, der Typ. Na. Und zuzusehen, wie sie hochfliegt wie eine Kinder. Oh, das dauert auch lang. Was? Claptrap, was? Du musst einfach weiterschießen, what the fuck? Alter! Ja, das ist mein Special jetzt. Das ist genau die Geschichte, die ich vorhin erzählt. Es geht denn ab! Ach, ich kann das aber umgeben, indem ich mein Special aktiviere. Das ist ganz gut. Ach du Scheiße, hier ist ja der Boden elektrisch geladen. Jetzt raff ich das erst, nachdem ich fast tot bin. Alter! Viel Gesundheit habe ich noch, ja klasse. What the fuck? Vielleicht bin ich hin. Oh. Ist ja nirgendwo Heilung, Mann. Sprungdinger. Wieder da. Oh, wo bist du denn? Warte. Dich. Oh. Ich habe auch nur noch 4 Leben. Scheiße, ich lande direkt, wo der Boden geladen ist. Ja, shit, ey. Hat's mich zerrissen. Oh, scheiße. Wo sind sie denn? Ah, kacke, hier ist nur der Boss. Ich glaube, den kriegen wir nicht, hä? Na, verdammt. League of Legends, ein paar Runden zocken? Nee. Hast du mal League of Legends gespielt? Ist das was für dich? Nee, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich find's auch nicht geil. Also ich kann das nicht so ganz, die Faszination kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Kill den Idioten, dann kann ich dich näher an Concordia und das Störsignal ranbringen. Ist mir irgendwie zu langweilig. Ich kann's kaum erwarten, deine Leiche auf ein Sprungpad zu werfen. Oh, das ist ja mies, dass er hier die ganze Scheiße auflädt. Und die Dinger kann man auch nicht zerstören irgendwie. Wo ist er denn überhaupt? Oh.
ganz von da oben snipe noch irgendwas. Ja, genau. Ich bräuchte Heilung. Nein! Ah! Zwei Gesundheit habe ich. Scheiße, ey. Was ist denn überhaupt? Ach, da oben oder was? Ah! Nein! Oh. Ach komm, ich war doch gar nicht in dem Scheiß drin. Ja. Warte, ich komm runter. Ja. Yeah. Achtung, ich lande auf dir. Shit. Super, jetzt belebst du mich in der Luft. Ja, yeah, danke. Das war gut. Das war schon ein Kunststück, ey. Mein lieber Mann. Ich habe keine Ahnung, wo der Boss ist. Okay, da ist er. Ich lade mich auf. Oh, Alter. Drecksack. Boah, ja. Meine Herren. Ach so, ich muss wieder weiterschießen. Ja, klar. Alter. Oh, jetzt ist er wieder weggesprungen. Ich glaube, mich zerreißt. Und ich muss ballern. Das ist so bescheuert, ey. Das ist ein beknackter Skill. Oh Mann, ey. Das ist echt Banane. Oh Mann. Ich muss mal schnell nach einer anderen Waffe gucken hier. Ich habe doch eine Shotgun hier oder eine Rifle noch. Lässt sich damit ein bisschen mehr Schaden machen. Es ist sehr verwirrend, der Kampf hier. Ja. Nee, ich weiß gar nicht so richtig, wo er ist. Ach, du bist ja mitten in den Blitz wieder hier oben. Das ist, eher schlechter, jetzt dich zu heilen. Ah, was ist das für ein scheiß MG? Musst du auch jedes Mal drücken, das ist ja voll kacke. Gibt's ja einen Kampf. Aber dafür macht's viel Schaden. Ah. Oh. Wo zur Hölle ist er? Welchen Teil von Borderlands ich am besten finde? Ja, einen zweiten bis jetzt. Über den hier kann ich ja noch nichts so richtig sagen. Was? Sei was ehrfurchterweckend, aber so ohne was? Hä? Was sind denn das jedes Mal für Skills hier von dir? Alter, du machst ja richtig Schaden. Das ist ja krass. Ah, mich hat's schon wieder zerrissen. Oh Mann. Jetzt ist er gleich runter. Oh, das ist ja mies. Heieiei. Bist du schon gleich wieder hin und der hat es schon wieder aufgeladen. Ja. What the fuck? Da wollte ich jetzt gar nicht hin, ey. Ah. Oh. Ja, meine Rettung ausgebrochen.
Ja, eben. Mich haut's jetzt gerade nur von links nach rechts und wieder zurück. Oh! Ja, okay. Jetzt bin ich mitten in der Luft gestorben. Jetzt kann ich wenigstens noch auf ihn ein bisschen draufholzen. Ah, wenn der Gegner nicht wegrennen würde hier. Komm! Stirb doch! Ach, da läuft der Boss davor. So ein Affe. Mann. Wie oft sind wir jetzt hier gestorben? Ist ja übel. Wenn der seine Gesundheit auch noch jedes Mal aufladen würde, na dann Prost Mahlzeit. Jetzt ab. Ist das wieder du, die Mucke hier? Irgendwo hier hoch ist er gerade. Ach, Schande. Nein, oh. Furchtbar hier. Ach, na klar, ich hupf rüber und wo macht er hin? Auch wieder in die andere Richtung. Bleib doch mal da, du Sack! Ein Affe. Nein! So ein Scheiß. Zur Hölle. Oh, Halleluja. Das war eine schwere Geburt, ey. Mann. Ja. Das ist echt extrem, ja. Mann, oh Mann. Ui, da liegt was Blaues, hä? Blaues, ja. Aber, genau, das ist die erste Laserwaffe. Geil. Alternating Wandergrafen. Ach, scheiße, ich bin ja immer noch voll. So, du, hallo, ich glaube, ich werde mich jetzt auch mal. Jo, ich wollte sowieso vorschlagen, dass wir jetzt Schluss machen. Weil mir reicht's dann jetzt auch. Ich hab mich da schon gewundert, warum du so wenig sagst. Ist ja noch was Lilanes. Ah. Ja, jetzt zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ja, was du jetzt gesagt hast. Ich hab gesagt, ich habe mich gewundert, warum du so wenig sagst. Ach so, ja. Okay. Nee, ich hab dich zwischendurch echt kaum, okay, noch gehört, immer so ein bisschen abgebrochen. Also ich glaube, mein Internet. Ah, das ist ja klasse. Ja, ich denke mal, ist auch spät genug. Nö, ich denke, das ist okay. So für einen ersten Eindruck reicht es ja. Vielleicht können wir ja die Tage nochmal zusammen zocken. Hat ja auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, das sieht bestimmt jemand so gut einrichten kann. Wenn Fading vielleicht ihre Xbox noch hinbekommt. Und dann können wir ja zu dritt machen. Nächste Woche, Freitag, habe ich mit Marcel vor zu zocken. Da können wir ja vielleicht, wenn ihr zwei da auch Zeit habt, dass wir vielleicht mal eine Runde zu viert machen. Wenn ihr Lust habt. Also ich frage ja. Können wir mal gucken, wenn wir Zeit haben. Was hast denn du jetzt hier für ein geiles Ding auf dem Auge? Ach nee, das ist dein Hintern. Ja.
Sollten wir hinkriegen, denke ich. Also ich würde euch dann im Lauf der Woche noch mal was Genaues sagen, weil es bei Marcel noch nicht so ganz sicher ist. Du hast doch eine niedliche Spielzeugpistole hier, Claptrap. Das ist ja niedlich. Das ist deine alte. Das sieht wirklich aus, als wäre es Spielzeug, wenn er es hier in der Hand hat. Oh, sehr gut. Das ist schon cool. Ja, ich denk mal, wir kommen ja eh die Tage jetzt sowieso nochmal bei dir ins Stream. Ja. Und dann können wir dann nochmal. Ja, na klar, kriegen wir hin, denke ich. Bin ich mir sicher. Okay, dann sag ich mal. Ciao, Leute. Jo, dann. Mach's gut und gute Nacht. Grüß Fading von mir. Jo, na, alles klar, bis dann. Ciao. So, Inhalt wird gespeichert. Konsole nicht ausschalten. Gronkh ist raus. Das heißt, mich hat's auch rausgekickt. Das ist ja ein bisschen doof, dass es da nicht einfach mich übernimmt als Host und dass ich dann weiter zocken kann. Aber ist jetzt nicht so schlimm, weil ich jetzt wirklich auch platt bin. Nach, keine Ahnung, wie lange habe ich heute gestreamt? 7, 8, 9 Stunden oder so? Viel zu lang. Okay, danke euch fürs Zugucken. Danke fürs Chatten, Quatschen, Followen und brav sein. Morgen streame ich bestimmt nochmal hier eine Runde Borderlands. Ich weiß noch nicht wann. Es ist jetzt fast eins. Irgendwann gegen Nachmittag, vielleicht auch, also vielleicht nachmittags, wahrscheinlich abends, mit Sicherheit sogar. Mal gucken. Gut, bis morgen. Gute Nacht. Ciao.